Hallo. Heute ein ernstes Thema, ein Video außer der Reihe sozusagen. Es ist so, dass ich ein Video, also dass ich darüber etwas sagen muss, weil ich mich als Teil der Splatoon-Community sehe. Splatoon mein absolutes Lieblingsspiel ist und deswegen fühle ich mich dazu verpflichtet, etwas dazu zu sagen. Auch aus persönlichen Gründen, weil, wie gesagt, ich sehe mich als Teil dieser Community und es ist mein Lieblingsspiel. Und ich möchte jetzt nicht in Details gehen, wer sich darüber informieren möchte, was bei Destiny Cast passiert ist. Es ist nur so viel, er ist komplett weg vom Fenster, alle seine sozialen Kanäle sind verschwunden, entweder auf, also entweder deaktiviert, das heißt, dann sind sie auch nicht sichtbar oder gebannt. Also auf Twitch ist er schon gebannt. Und auf YouTube wird das auch nicht mehr lange dauern, denke ich mal, wenn er seine Kanäle nicht selbst runtergenommen hat. Ich möchte dazu sagen, dass, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe ein paar Zielgruppen hier jetzt gerade, die ich anspreche. Die erste ist die Spieler, die so in meiner Altersgruppe sind. Also es ist absolut okay, Splatoon, Fortnite, Minecraft, Roblox zu spielen, auch wenn man älter ist. Also das sind All-Age-Spiele meiner Meinung nach. Da kann jeder mitspielen und es geht um das Spiel selbst. Das ist keine Dating-Plattform, das ist kein Kennenlernen-Treffen, sondern es ist ein Spiel. Und meine Aufforderung oder meine Bitte an euch, die schon erwachsen sind, die älter sind, haltet die Augen offen. Seid wachsam, auch wenn ihr angeschrieben werdet oder wenn ihr irgendwie, wenn man versucht, mit euch Kontakt aufzunehmen, das ist absolut in Ordnung, Kontakte aufzunehmen, wenn man Spielgruppen macht oder wenn man zusammen spielen möchte oder auch gegeneinander oder was auch immer. Bloß wenn das Ganze ins Private geht, dann würde ich hellhörig werden. Ich werde niemals mit Leuten, die ich gar nicht kenne aus dem Real Leben über das Internet private Dinge austauschen. Keine Handynummern, auch keine E-Mail-Adresse oder sowas und auch gar nicht oder den echten Namen oder so. Das hat einen guten Grund. Man muss sich selbst schützen, man muss aber auch andere schützen, weil man halt auch nie weiß, was mit diesen Daten passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich richte mich da an die jüngeren Mitspieler, weil mir ist bewusst, dass Splatoon, genauso wie schon erwähnt, Fortnite oder Roblox, dass das sehr viele junge Spieler sind, die unter 18 oder sogar unter 15 sind. Und das ist ein Spiel. Diese Spiele sind dazu gemacht und entwickelt worden, um gespielt zu werden. Natürlich kann man Leute kennenlernen. Natürlich, es gibt ja auch Discord und weiß der Geier was. Aber wenn Kontaktaufnahmen persönlich werden, wenn euch Leute Dinge schreiben, die ihr nicht wollt oder wo ihr jetzt denkt, so, was ist denn das jetzt? Auch wenn man dann denkt, so, ach, das ist alles bloß als Witz gemeint oder Sarkasmus oder wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dann haltet lieber Abstand von solchen Leuten. Ich würde solche Leute generell und ohne Ausnahme einfach blockieren und Leuten davon erzählen, die ihr kennt aus dem Realleben. Im Idealfall wären natürlich die Eltern, aber auch beste Freunde, weil Geheimniskrämerei ist der Nährboden für richtig üble Machenschaften, die manche im Sinn haben. Ich bin, was diesen ganzen Vorfall angeht, es ist eine Mischung aus Enttäuschung, aber auch aus Wut. Nach Dom Tento war Destiny Cast meiner Erinnerung nach der erste und auch fast einzigste YouTuber aus dem deutschsprachigen Raum, der sich wirklich speziell auf das Spiel Splatoon spezialisiert hat. Und ich habe auch viele Videos von ihm gesehen, auch Livestreams von ihm gesehen. Ich war auch mal
eine Zeit lang Kanalmitglied. Das heißt, ich habe ihn sogar mit Geld damals unterstützt, habe die Kanalmitgliedschaft aber dann wieder aufgegeben, weil nichts zurückgekommen ist. Und jetzt weiß ich auch warum, weil ich habe, was mein Alter angeht, habe ich auch nie ein Geheimnis gemacht. Also ich bin schon wirklich über 40, ich bin erwachsen und das ist auch kein Geheimnis und das soll auch kein Geheimnis sein. Und dann war ich wahrscheinlich nicht die Zielgruppe von ihm. Jetzt, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, ist es schon irgendwie ziemlich gruselig. Ich möchte jetzt niemanden unterstellen, auch ihm nicht unterstellen, dass er jetzt nur mit Splatoon deswegen angefangen hat, aber er hat seine Popularität und seine Reichweite schon ausgenutzt, würde ich sagen. Und was mich wütend macht, ist, dass genau solche Leute diese Negativklischees, die dieses Hobby angeht, nur einzementieren. Ich habe neulich in einem Livestream ich sag's jetzt einfach, bei Hank Loose, ist immer wieder mal der Satz gefallen, ja, diese Manga- und Anime-Sachen, das ist alles Kacke und das ist alles entweder Kinderkram oder es ist Schmuddelkram und das kann ich eben so nicht unterstreichen. Das ist eben jeder, wo jetzt zusieht und auch die Szene kennt und diese Kunstform kennt, weiß, dass in der Manga- und Anime-Szene alle möglichen Kunstformen vertreten sind und dass das eben nicht immer nur Schmuddelkram und so sein muss. Aber jetzt Leute wie Destiny Cast haben jetzt eben dieses Klischee und dieses Negativklischee, dieses Vorurteil, für diese Leute, die Vorurteile haben, bestätigt. Und das ist das, was mich wütend macht. Jeder, der sich für diese Kunstform interessiert, der diese Spiele spielt, der auch ein Interesse und eine Leidenschaft für Japan oder für Asien hat, der sollte jetzt aufstehen und sagen, nein, wir distanzieren uns von solchen Leuten, wir machen weiter, wir spielen weiter, wir wollen Spaß haben, weil dieses Spiel ist dazu da, Spaß zu haben und rumzusplätten und wie ihr hier im Hintergrund seht, euch coole Avatars zu erschaffen. Und das ist keine Dating-Plattform und das ist auch keine Plattform oder soll keine Plattform sein für Leute, die böse Dinge im Sinn haben. Deswegen zum Schluss nochmal meine Bitte an die Erwachsenen und vor allem an die Eltern, passt auf, was eure Kinder machen, auch wenn sie schon 12, 13 oder 14 sind. Wie ich 13 Jahre alt war, musste ich noch wirklich meine Eltern fragen, ob ich Computer spielen oder in meinem Zimmer Fernsehen gucken durfte. Und wenn meine Eltern Nein gesagt haben, dann war das eben Nein. Ende. Ende der Diskussion. Da gab es noch keine Smartphones und Tablets, wo man ganze Nächte lang irgendwelchen TikTok-Müll sich angucken konnte. Das gab es damals noch nicht, aber es ist auch heute noch möglich, den Internetkonsum einzuschränken und wenn jetzt die Jüngeren zugucken und wenn ihr eure Eltern fragt, hey, darf ich eine Stunde YouTube gucken oder so und eure Eltern sagen nein, dann akzeptiert das bitte und macht nicht irgendwelche heimlichen Sachen. Ach so, noch etwas und zwar die meisten, ich würde sagen 99% jener, die böse Sachen im Schilde führen, sind natürlich anonym unterwegs. Destiny Cast war jetzt nicht anonym. Jeder kannte sein Gesicht. Jeder kannte auch zumindest seinen Vornamen. Ich weiß nicht, ob der Nachname auch irgendwo präsent war. Er war Partner von YouTube. Er hat damit Geld verdient. Zwar nicht hauptberuflich, aber er hat damit Geld verdient. Er hatte eine Plattform, also er hatte auch Unterstützung von Nintendo und so weiter. Ich habe ihn ja zum ersten Mal bei der Splatoon Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft war es, glaube ich, als Co-Moderator sogar im Livestream zum ersten Mal gesehen. Und das enttäuscht mich natürlich umso mehr, weil er einer der wenigen YouTuber und Gamer ist, die bei ihrem Content geblieben sind, die nicht irgendwelchen Beef-Scheiß angefangen haben oder jetzt irgendwie angefangen haben mit Roomtours und mit teuren Autos und irgendwelchen. Ihr wisst, was ich meine, ja, der Echte. Grüße gehen raus an der Echte. Ihr wisst, was ich meine. Hat der eben nie angefangen. Und enttäuscht mich dann eben umso mehr, wenn Leute, die sympathischen Content machen, sich dann als solche Menschen erweisen. Deswegen seid immer vorsichtig. Ihr seid Zuschauer. Genießt einfach den Content. Meint nicht, wenn ihr jetzt Aufmerksamkeit braucht, jetzt die Aufmerksamkeit von einem Influencer oder von einem YouTuber. So.
Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Es ist ein Thema, das ich musste, ich durfte das nicht auf die lange Bank schieben. Ich musste dazu was sagen. Vielleicht erreicht es den einen oder anderen Teil dieses Video. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem, was ihr darüber denkt. Es ist so, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, er ist offiziell eigentlich unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde. Aber die Indizien sind einfach eindeutig und die Tatsache, dass er eben alle Kanäle jetzt gelöscht hat und sich komplett zurückgezogen hat, beweist eigentlich, oder es ist kein Beweis, aber es ist eigentlich ein Hinweis, dass an den Vorwürfen was dran ist. Das Leben geht weiter, Splatoon geht weiter, das ist jetzt nicht das Ende von einer Community oder von diesem Spiel, nur weil jetzt einer der größten Gesichter jetzt weg vom Fenster sind. Es geht weiter. Ich wünsche euch was, habt Spaß mit dem Spiel, habt Spaß mit echten Freunden und mit, ja, mit euch. Das war's. Wir sehen uns dann wieder in einem fröhlicheren und schöneren, lustigeren Video. Bis dann. Macht's gut. Keep Supernova over and out.